beschäftigen uns mit einem Verfahren, das vor dem Landgericht Stade stattfand und in der Öffentlichkeit viel beachtet wurde. Ein Rentner ist wegen eines Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, nachdem er einem jugendlichen Räuber, der ihn zuvor gemeinsam mit mehreren Mittätern in seinem Haus überfallen hatte, einen tödlichen Schuss in den Rücken versetzte. Als der Räuber getroffen wurde, befand er sich gerade auf der Flucht. Nachdem zunächst über mehrere Instanzen die Frage der Anklageerhebung streitig war, die letztlich erst erfolgte auf das Betreiben der Familie des Opfers, wurde der Täter schließlich vor dem LG Stade verurteilt. Die Revision, die sowohl vom Angeklagten als auch von der Staatsanwaltschaft zugunsten des Angeklagten eingelegt wurde, hat der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs nunmehr vor kurzem zurückgewiesen. Die Verurteilung ist daher nunmehr rechtskräftig. Wenn Sie sich nun ein Urteil darüber bilden wollen, wie diese Entscheidungen zu bewerten sind, ist eine Frage von zentraler Bedeutung, die Ihnen im Studium praktisch nicht begegnet. Woher kommt eigentlich der Sachverhalt, von dem die Gerichte ausgehen? Im Studium finden Sie stets einen feststehenden Sachverhalt vor. Im gerichtlichen Verfahren, zumal im Strafrecht, ist dagegen die Frage danach, was vorgefallen ist, beziehungsweise welche tatsächlichen Feststellungen der Entscheidung zugrunde gelegt werden, ein zentrales und in der Regel hochkontroverses Thema. Der rechtliche Rahmen wird hier zunächst durch § 244 Absatz 2 StPO gebildet, der die sogenannte allgemeine Kognitionspflicht begründet. Der Wortlaut lautet: Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind. Das Gericht hat also die Wahrheit zu erforschen, tut dies aber im Rahmen einer rechtsförmig geregelten Beweisaufnahme. Die strafprozessuale Wahrheit ist somit immer die nach rechtsstaatlichen, in der StPO geregelten Vorschriften beweisbare Wahrheit. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. Das ist der Wortlaut des § 261 StPO, einer weiteren für das Verständnis strafprozessualer Urteile zentralen Vorschrift. Daraus können wir ersehen, in welchen Grenzen Außenstehende überhaupt sinnvoll über konkrete strafgerichtliche Entscheidungen diskutieren können. Denn ihnen fehlt regelmäßig der Zugriff auf das, was bei der Konstitution des Sachverhalts die entscheidende Rolle spielt, eben der Inbegriff der Hauptverhandlung und die darauf gestützte Würdigung der Beweisaufnahme. Wegen dieser fundamentalen Bedeutung der Hauptverhandlung findet in der Revision, die gegen Urteile des Amtsgerichts vor dem OLG, bei Urteilen des Landgerichts vor dem BGH verhandelt wird, nur eine sehr eingeschränkte Überprüfung der Beweiswürdigung statt. Dies ist grundsätzlich Sache des Tatrichters und in der Revisionsinstanz hinzunehmen. Nur bei offenkundigen Fehlern oder grober Lückenhaftigkeit findet ausnahmsweise eine Kontrolle durch das Revisionsgericht statt. Die Revision ist daher rechts nicht Tatsacheninstanz, wie Sie § 337 Absatz 1 StPO entnehmen können. Dessen Wortlaut lautet: Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruhe. Wir haben nun also zumindest eine grobe Vorstellung davon, auf welcher tatsächlichen Grundlage strafrechtliche Entscheidungen zustande kommen. Genauer gesagt, wie der Sachverhalt für eine strafgerichtliche Entscheidung zustande kommt. Und wir können uns nun wieder unserem Ausgangsfall zuwenden. Ich schildere Ihnen zunächst in aller Kürze diejenigen vom Landgericht getroffenen Feststellungen, die für unsere anschließende materiellrechtliche Beurteilung bzw. für die Rekonstruktion der materiellrechtlichen Beurteilung durch den BGH unmittelbar relevant sind. Der spätere Täter wurde von mehreren Räubern in seinem Haus überfallen und, ich zitiere aus der Entscheidung, in aggressivem Ton nach den Aufbewahrungsorten von Geld und Tresorschlüsseln befragt. Die Räuber, wiederum Zitat, fixierten den Angeklagten dabei an den Armen, hielten ihm eine Softair-Pistole an den Kopf und strangulierten ihn mit einem Schal. Als die Alarmanlage ausgelöst wurde, verließen die Räuber fluchtartig das Haus durch eine Terrassentür. Der Angeklagte griff zu einer scharfen Pistole und schoss, es folgt wieder ein Zitat, ohne vorherige Androhung des Schusswaffengebrauchs oder einen Warnschuss 4 Schüsse in Körperhöhe in Richtung der weiterhin in Panik fliehenden Raubtäter. Dabei hielt er den Tod eines der Flüchtenden für möglich und nahm diesen billigend in Kauf. Der Angeklagte glaubte dabei irrtümlich, kurz zuvor einen Schuss gehört zu haben. Zugleich war ihm allerdings, nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen, bewusst, dass ein weiterer Angriff der fliehenden Täter, die ersichtlich keine Waffe auf ihn richteten, nicht unmittelbar bevorstand. Tatsächlich hatte der später Getötete aus dem Haus 2000 Euro entwendet. Das wusste der Angeklagte, wieder nach den getroffenen Feststellungen, im Moment des Schusses jedoch nicht. Das war also der Sachverhalt, von dem sich das Landgericht Stade nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung überzeugen konnte. Der BGH hat keine schwerwiegenden Fehler bei der Beweiswürdigung durch das Landgericht festgestellt, insbesondere auch nicht hinsichtlich der Annahme von Tötungsvorsatz, was bei der Beweiswürdigung regelmäßig ein besonders kontroverses Thema ist,
sodass dieser Sachverhalt für die rechtliche Bewertung in der Revision maßgeblich war. Ich werde die rechtliche Bewertung des dritten Strafsenats nun rekonstruieren, mich dabei auf die Fragen von Rechtswidrigkeit und Schuld beschränken. Die Frage der Tatbestandsmäßigkeit ist angesichts des in tatsächlicher Hinsicht feststehenden Tötungsvorsatzes mit Blick auf den 212 StGB unproblematisch. Eine Notwehr gemäß § 32 StGB, also eine erforderliche Verteidigung gegen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, wurde unter verschiedenen Gesichtspunkten geprüft und jeweils abgelehnt. Bezüglich eines Angriffs auf Leib oder Leben lag ein solcher objektiv nicht vor, weil tatsächlich gar kein Schuss gefallen war und keine drohende Verletzung gegeben war. Hinsichtlich des Eigentums gab es zwar objektiv einen Angriff, der Angeklagte hatte aber keinen Verteidigungswillen, mangels Kenntnis davon, dass überhaupt die Flüchtenden Beute bei sich trugen. Wie Sie vermutlich wissen, ist nach der herrschenden Meinung und nach der Rechtsprechung des BGH der Verteidigungswille Voraussetzung für eine Rechtfertigung durch Notwehr. Im Übrigen weist der BGH darauf hin, dass der Schuss auf den Oberkörper auch bereits nicht erforderlich war und dass vielmehr ein Schuss auf die Beine hier ein milderes Mittel gewesen wäre. Der Angeklagte war Jäger und im Umgang mit Waffen geübt und so ging der BGH davon aus, dass ihm in der konkreten Situation dieser Schuss auf eine weniger lebensgefährliche Region grundsätzlich möglich gewesen wäre. Schließlich erörtert der BGH noch, ob mit Blick auf das Hausrecht des Angeklagten eine Notwehr in Betracht kommt. Dies, so der Senat, ist grundsätzlich möglich und der Senat betont auch, dass prinzipiell jedenfalls auch mit scharfen Mitteln das Hausrecht verteidigt werden darf. Auch hier fehlt es aber, jedenfalls nach der Wertung des Senats, an einem Verteidigungswillen. Und zwar deshalb, weil der Angeklagte, als er schoss, nicht beabsichtigte, einen gegenwärtigen Angriff auf sein Hausrecht zu verhindern, denn dieser war ja ohnehin im Begriff zu enden, weil die Täter ja auf der Flucht waren, die Räuber, sondern es kam ihm darauf an, für zukünftige, möglicherweise drohende Einbrüche Abhilfe zu schaffen. Also im Grunde den Tätern Angst zu machen, damit sie nicht wiederkommen. Das ist aber kein Verteidigungswille im Sinne des § 32 StGB, denn der muss sich auf den Willen beziehen, einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwenden. Das, so der BGH, lag hier auch hinsichtlich des Hausrechts nicht vor. Im Übrigen wäre die Notwehr hier bezüglich des Hausrechts nach Ansicht des Senats auch nicht geboten gewesen. Die Gebotenheit wird, wie Sie wissen, bei der Notwehr nur ausnahmsweise geprüft. Und der Senat kam hier zu dieser fehlenden Gebotenheit, da der Angriff ohnehin kurz vor der Beendigung stand, weil die Räuber im Begriff waren, das Grundstück des Angeklagten zu verlassen. Da somit eine Notwehr in objektiver Hinsicht nicht gegeben war, erörtert der dritte Strafsenat dann ein Erlaubnistatumstandsirrtum. Ein solcher liegt grundsätzlich vor, wenn irrtümlich die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes angenommen werden. Das war hier jedoch nicht der Fall, denn der Angeklagte stellte sich überhaupt keine tatsächlichen Umstände vor, die einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff begründet hätten. Er wusste vielmehr, wiederum nach den getroffenen Feststellungen des Landgerichts, dass weitere Angriffe von den Flüchtenden nicht unmittelbar drohten. Ein Erlaubnistatumstandsirrtum kam deshalb nicht in Betracht. Schließlich befasste sich der Senat noch ausführlich damit, ob auf der Schuldebene möglicherweise ein Notwehrexzess gemäß § 33 StGB vorlag. Das ist der Fall, wenn aufgrund eines der im Gesetz genannten asthenischen Affekte, Verwirrung, Furcht oder Schrecken, die Grenzen der Notwehr überschritten werden. Diese Vorschrift gilt nach der herrschenden Meinung, von der abzuweichen der Senat vorliegend keinen Anlass sah, jedoch nicht für Fälle einer lediglich vermeintlichen, jedoch objektiv nicht gegebenen Notwehrlage. Ein solcher sogenannter Putativ-Notwehrexzess, wie er vorliegend mit Blick auf die Rechtsgüter Leib und Leben mangels eines gegenwärtigen Angriffs vorlag, fällt nicht unter § 33 StGB. Darüber hinaus erfordert auch der Notwehrexzess, ebenso wie die Notwehr selbst, einen Verteidigungswillen des Handelnden. An diesem fehlt es aus Sicht des Senats bezüglich der Angriffe auf Eigentum und Vermögen bzw. Hausrecht. Darüber hatten wir bereits gesprochen. Ich hoffe, Sie haben nun einen gewissen Eindruck dahingehend gewonnen, dass eine Skandalisierung einzelner strafgerichtlicher Urteile in der Regel nicht gerechtfertigt ist. Es wird vielmehr meist so sein, dass sich bei genauer Kenntnis einerseits der abstrakten verfahrensrechtlichen Regelung und andererseits des konkreten Verfahrenshergangs eine Entscheidung als vertretbar erweist. Echte Fehlurteile oder Rechtsbeugungen mögen vorkommen, sind aber gewiss nicht die Regel, weit davon entfernt. Der vorliegende Fall eignet sich besonders zur Einübung einer sorgfältigen und umsichtigen Bewertung strafgerichtlicher Urteile, denn das Ergebnis ist, das will ich gerne zugeben, kontraintuitiv und widerspricht vermutlich einem Gerechtigkeitsgefühl, dem hier die Berechtigung nicht abgesprochen werden soll. Aber der rechtsstaatliche Strafprozess kann Gerechtigkeit
immer nur in dem Sinne herbeiführen, dass alle Fälle innerhalb eines rechtsförmigen Verfahrens abgearbeitet werden und zwar ohne Ansehung der Person. Spielt also keine Rolle, ob der Angeklagte ein Rentner und das Opfer ein mehrfach verurteilter Straftäter ist oder umgekehrt. Jeder Fall wird nach den für alle geltenden Verfahrensvorschriften gemäß den für alle geltenden Strafgesetzen abgewickelt. Letztgültige Wahrheit oder Gerechtigkeit darf man hierbei nicht erwarten. Dennoch und wahrscheinlich sogar gerade deshalb ist unser rechtsstaatliches Strafverfahren eine große zivilisatorische Errungenschaft, die uns im historischen Vergleich ein beispielloses Ausmaß an Schutz vor staatlicher Willkür bietet. Und willkürlich war gewiss weder die Entscheidung des Landgerichts Stade noch die des BGH. Mag es auch Gründe dafür geben, sie zu kritisieren oder für ungerecht zu halten. Um aber die systemischen Vorzüge eines rechtsstaatlichen Strafrechts zu erhalten, müssen wir immer wieder Einzelfallentscheidungen aushalten, auch wenn sie uns womöglich ungerecht erscheinen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.